zu einer Interessenbekundung über ein Projekt zur Kooperation in Marketing, Produktentwicklung und Gästeservice im Tourismus kamen die Bürgermeister aus den 7 teilnehmenden Kommunen zusammen, um ein gemeinschaftliches Pilotnetzwerk aufzubauen. Das Projekt ist entstanden auf Initiative des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V., finanziert durch, kofinanziert durch Mittel des Wirtschaftsministeriums. Grund oder Aufbau war oder Aufriss war, dass festgestellt wurde, dass die Kommunen und vor allem die Touristinformationen auf der lokalen Ebene alleine Schwierigkeiten haben, vom Markt zu profitieren und auch von den guten technischen wie Möglichkeiten im Marketing zu profitieren, die der Tourismusverband bereits bietet. Und die Idee ist, mit Pilotnetzwerken auf der lokalen Ebene die interkommunalen Kooperationen zu fördern, sodass man gemeinschaftlich und nicht als Einzelkämpfer im Verbund eher in der Lage ist, sowohl im Marketing stärker aufzutreten, allerdings auch im Bereich der Produktentwicklung, der Qualitätsentwicklung, der Wegepflege und natürlich auch im Gästeservice direkt am Gast. Die Digitalisierung bringt neue Herausforderungen mit sich und um die Kommunen mit ihren Touristinformationen, auch die Leistungsträger im Bereich der Digitalisierung zu unterstützen, muss man natürlich gemeinschaftlich zusammenarbeiten. Und das Pilotnetzwerk fördert das insbesondere. Beispielhafte Maßnahmen sind, dass beispielsweise ein Tourismuskoordinator gemeinschaftlich für die 7 Kommunen hier in dem Verbund die Zusammenarbeit übernimmt, die Datenpflege übernimmt, im Bereich der Kommunikation zusammenarbeitet, gemeinschaftlich auch Wege pflegt und koordiniert, sodass der Gast hier auf dem Weg im Verbund nicht verloren geht, gar nicht mehr merkt, dass er sich in einem Kommune oder einer anderen Kommune oder im einen Landkreis oder einem anderen Landkreis befindet, sondern dass es ein ganzheitliches Reiseerlebnis wird für den Gast, das optimiert wird und positiv über den Gast hier berichtet wird. Und das ist im Verbund eher möglich, als wenn jede Kommune das alleine für sich tut. Dazu haben sich jetzt 7 Kommunen zusammengefunden, ein Bekenntnis rausgegeben. Erste Maßnahmen sind bereits in der Umsetzung, wie beispielsweise die Beteiligung an der Gästekarte im Erzgebirge, Vorteile für die Leistungsträger, die dadurch erwirkt werden, und viele andere Maßnahmen sind Folgen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kommunen jetzt auf dem richtigen Weg sind, voranzugehen, die Zukunft zu gestalten und den Service für den Gast zu verbessern. Also aus meiner Sicht finde ich es besonders schön, dass wir hier in Seifen auch die Möglichkeit haben, mit den Kommunen grenzübergreifend, das heißt also Landkreis grenzübergreifend zu arbeiten. Aus meiner Sicht wird es höchste Zeit, dass wir also das touristische Kirchturmdenken hier begraben. Und es gibt auch aus meiner Sicht keinerlei Gründe für irgendwelches Konkurrenzdenken. Im Gegenteil, wir müssen uns zusammentun, dadurch werden wir stärker. Und letztendlich kommt es auch dem Gast zugute. Und wir können in der, ich sag mal, Mikroregion, die wir jetzt also hier versuchen aufzubauen, gegenüber anderen Regionen stärker punkten. Ich freue mich sehr, dass 7 Gemeinden hier aus dem oberen Erzgebirge nun im Tourismus enger zusammenarbeiten werden und wollen. Das versuchen wir schon sehr lange, aber es bedurfte einer Steuerung vom Tourismusverband Erzgebirge, der das dann auch eingerührt hat. Und jetzt haben wir mehrere Male schon zusammengesessen, wir 7 Bürgermeister mit den Touristinfos, und haben eigentlich Großes vor. Großes bedeutet, wir wollen enger zusammenarbeiten, wir wollen natürlich bei der ganzen Geschichte auch sparen und wollen effektiver werden. Und ich denke und ich glaube und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren noch viel, viel Verbesserungsbedarf haben wird. Und wir haben uns heute wieder vereinbart, schon den nächsten Termin, wir Bürgermeister, um den Kümmerer, denjenigen, der also die Fäden etwas in die Hand nimmt, zu finden. Und sodass dieses ganze Projekt dann natürlich auch für alle ein Erfolg werden wird. Ich freue mich, dass die Kommunen im Kreisgebiet im Oberen so zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit sich weiterentwickelt und wir auf anderen Ebenen auch zusammenarbeiten können, wie zum Beispiel bei der 8000er Blockline, wie wir das schon bewiesen haben. Und dass das alle Kommunen befürworten auf dieser Ebene und alle Kommunen Nutzen davon ziehen.